Ja, es geht um die Auslosung, an der Sie teilgenommen haben. Ja. Für die Lidl-Aktion. Für Lidl, genau. Ja, genau. Durch diese Aktion haben Sie es in die Finalrunde geschafft. Sie sind unter Ja, den 20 wirklich. Endfinalisten. Und da wir jetzt 20 Preise haben, bedeutet das für Sie, dass Sie 100% gewonnen haben. Oh, Herzlichen Glückwunsch. danke schön, das sind ja tolle Neuigkeiten. Sie sind geboren zur Identifikation. Einmal das Geburtsdatum von Ihnen, Herr Hinterrotter. Ja, das ist der 8. Mai 67. Okay, und ich gehe jetzt ganz kurz mit Ihnen die Hauptpreise durch, da Sie bei den Hauptpreisen entscheiden können, ob Sie den Sachwert möchten oder Ja, den Barwert, Herr den Hinterrotter. was bitte? Den Barwert. Also Barwert. das Geld. Ach Also so. auch, Ja, ich kann genau, nicht mehr also. so gut hören, ne? Ach so, okay. Also dann rede ich ein bisschen lauter dann, ja? Ja, vor allem langsam wäre wichtig, ne? Weil ich muss ja Ach manche so. Worte auch erst nochmal nachdenken, was die bedeuten. Ach so, okay. Also Sie haben ja gewonnen, jetzt dürfen Sie bei den Hauptpreisen entscheiden, Herr Hinterrotter, ja? Ja. Und die 400-Euro-Gutschein haben Sie schon gewonnen. Ja? Was habe ich schon gewonnen? 400-Euro-Gutschein haben Sie Oh, schon gewonnen. wofür denn der Genau. Gutschein? Das ist Reise-, Energie- oder Bargeldgutschein. Das sehen Sie dann in den 2 Wochen dann, ja, Herr Oh, Hinterrotter. das ist ja toll. Genau. Aber jetzt dürfen Sie auch bei den Hauptpreisen entscheiden. Und zwar, auf Platz 1 haben wir als Hauptpreis den Volkswagen Touareg oder den Gegenwert 82.000 Euro. Was würden Sie lieber gewinnen wollen? Was ist das denn für ein Auto? Ich kenne mich mit Das Autos jetzt nicht so gut aus. ist ein Geländewagen. Ein Geländewagen? Genau. Ja, nee, da habe ich hier in der Großstadt ja wenig Bedarf dran. Ich bin ja in Bremen, Ach ne? so. Da Ach würde ich da so. doch eher das Geld nehmen und mir dann Lastenfahrrad kaufen. Okay. Und besitzen Sie denn ein E-Auto? Nee, nein. Okay. Also auf Platz 2 haben Sie die Möglichkeit, eine zu gewinnen. Das ist der Jaguar Electro-Pace. Aha. Oder lieber doch die 40.000 Euro. Gibt's da denn zu dem Auto dann auch so eine Ladesäule dazu? Weil sonst kann man damit ja wenig anfangen. Also das dürfte es auch geben. Ja. Dürfte oder gibt es? Also es gibt manche ohne und es gibt auch manche mit Lade. Ja, ich muss das Herr ja Hinterrotter. aufladen können. Ist das denn da dabei? Ja, das ist ja ein Elektroauto. Ja, aber ist die Ein Säule Hinterrotter. da auch dabei? Genau, ja. Ja, dann nehme ich das Auto. Wollen ja was für die Umwelt tun, ne? Okay. Auf Platz 3, eine Reise auf die Malediveninsel oder 15.000 Euro. Wie lange ist denn die Reise? Wie viele Nächte? Also 2 Wochen. Also 14 übernachten. Genau. Für wie viele Leute? Also 20 Journalisten und jetzt dürfen Sie auswählen, Nee, bei wer der noch da. Reise, wie viele Leute da mitfliegen dürfen. Also das ist ungefähr so 10 Leute. Also ich darf 10 Leute mitnehmen nach Nein, Sie Malediven. dürfen nicht. Nein, jeder, also 2 Personen, Ja, also. das wollte ich wissen. Also dann würde ich die Genau. Reise nach Malediven nehmen. Ne? Das soll ja sehr schön. Okay. Wie ist das da mit Corona im Moment? Wissen Sie das? Also das ist ja jetzt alles schon geregelt. Also es Ach gibt ja, so. die haben ja schon die Masken abgemacht, Herr Ja, auf Hinterrotter. Malediven auch. Ja. Ja, dann ist gut, ne? Oh, ich Okay. Und freue auf Platz mich. 4, ja, auf Platz 4 haben wir nur das Bargeldgewinn in Höhe von 2.500 Euro. Ja, ist ja auch schön, Und ne? ja, und 5 bis 10 haben wir verschiedene Wertgutscheine in Höhe von 500 Euro. Und 11 bis 20 sind verschiedene Reise-, Energie-, Bargeldgutscheine in Höhe von 400 Euro. Und eine dieser Gutscheine haben Sie ja schon bereits gewonnen. Das ist so Und toll. diese Gutscheine, die sind ja 2 Jahre gültig, Ja. übertragbar, in voller Höhe einlösbar. Und Sie haben auch noch die Möglichkeit auf einer dieser großen Hauptpreise. Die geht ja auch für Sie natürlich weiter. Ja, wann wird das denn Ja. ausgelost überhaupt? Das ist am 18. Juli Am mit den 18., also Ausschüttungen. in 3 Monaten, nee, in 2 Monaten. In 2 Monaten, Das genau. muss ich mir mal kurz aufschreiben, sonst kann ich mir das gar Ja. nicht alles merken. Also Genau, ich hatte schreiben jetzt Sie sich das gesagt, auf. Geld und beim anderen habe ich Auto auch gesagt, ne, dann muss ich mir Ja, auch noch mal. einmal Geld, einmal Auto und einmal die Reise hatten Sie ausgewählt.
Oh, Malediven ist bestimmt sehr schön, ne? Ja, und diese Gutscheine sind ja 2 Jahre gültig übertragbar, in voller Höhe einlösbar. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit auf einer dieser großen Hauptreise, die geht ja auch für Sie weiter. Also mit den Unterlagen bekommen Sie diesen Gutschein im Gesamtwert von 400 Euro. Einen Internet-Link mit Passwort ist auch anbei. Damit können Sie die Finalziehung von zu Hause aus mitverfolgen. Da sehen Sie auch, dass Sie unter den Gewinnern sind. Sie werden aber auch per Post benachrichtigt. Das ist die Verdunstraße 88a in Bremen. Die Verdunstraße, genau. Ist das dann im Internet so ein Livestream oder wie ist das? Wie bitte? Wie bitte? Was meinen Sie? Ich habe es nicht verstanden. Ja, ist das im Internet dann so ein Livestream, wo man sich da die Ziehung angucken kann? Ja. Wer veranstaltet das denn? Das Verlagshaus. Welches denn? Das steht dann alles in den Unterlagen, Herr Hinterotter. Wir machen ja nur die Vorarbeit der Verwaltung des Ganzen. Ach so. Bekommen Sie in den Unterlagen dann zugeschickt. Und wie Sie wissen, also den Gutschein bekommen Sie etwa in 2 Wochen dann, Herr Hinterotter. In ja? 2 Wochen? Und ja, und wie Sie wissen, Herr Hinterotter, Gewinne werden ja in Deutschland durch Werbung finanziert, da Sie ja schon einen garantierten Gewinn über insgesamt 400 Euro haben und zudem noch die Möglichkeit haben, einer dieser großen Hauptpreise zu gewinnen, bis zu 80.000 Euro, bekommen Sie, so wie die anderen 19 Gewinner, einen Kostenträger, eine Zeitschrift für 24 Monate. Davon sind 2 Monate kostenfrei, wofür Sie nur halbjährlich zahlen, aber erst nachdem Sie Ihre Gewinne erhalten haben. Für Sie wurde hinterlegt die Zeitschrift aus den Bereichen Auto, Fernsehen, Wissenschaft, Finanzen, Computer. Welchen hätten Sie denn? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was soll ich jetzt machen? Eine Zeitschrift aussuchen, der Was für denn? Sie die Gewinne bezahlt. Also die wir bezahlen haben die Gewinne? Genau. Aha. Das Verlagshaus ist ja der Kostenträger dieser Verlosung und finanzieren ja die gesamte Verlosung, um Marktforschung zu machen, um die Lesequoten anzuregen, bezahlen Sie von den Gewinnern die Preise bis zu 80.000 Euro aus. Das ist ja sehr nett von denen. Das ist dann bestimmt, das kenne ich noch von Kai-Uwe, das ist ja dann Axel Springer, Burda Bauer, die sind ja alle zusammengeschlossen, ne? Für die Gewinnspiele. Genau. Und das Verlagshaus macht das ja zwecks Marktforschung. Ja. Und wir nehmen ja für diese Dauer auch an den weiteren 8 Auslosungen kostenlos teil, haben also insgesamt 8-mal die Chance auf einen dieser Hauptpreise. Das freut mich, das hört sich total genial an. Das und muss ich nachher gleich meiner Frau erzählen, die freut sich auch. Also, okay, also die Hör zu ist der Hauptsponsor. Das ist der Fernsehzeitschrift. Ich schaue aber gar nicht so viel Fernsehen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Gibt es also, da auch, sag ich mal, sowas wie Spiegel oder Fokus oder, ja, oder Börse also aktuell? Wir haben Stern, Die Zeit, Fokus, Spiegel und Cicero. Was ist denn ein Cicero? Cicero ist auch so eine Mischung zwischen Stern und Spiegel. Ach, sowas Kopiertes von den Chinesen? Nee. Ja, dann bleiben wir doch lieber bei dem, was ich kenne. Haben Sie das ist so eine Gartenzeitschrift, die heißt Der Maulwurf am Morgen. Haben Sie das auch? Nein, also die Frauenzeitschriften beinhalten aber auch so Gartentipps. Ja, aber ich wollte ja im Prinzip speziell was für den Garten haben, ne? Also zum Beispiel die Brigitte haben wir. Oder die für Sie. Die Brigitte? Ja. Mhm. Und das oder ist vergleichbar mit dem Maulwurf am Morgen, ja? Nee, und ist nicht so, also vergleichbar. Also nee. Maulwurf am Morgen ist ja ein bisschen ausführlicher. Ja, das ist ja im Prinzip, da geht es ja, sag mal, um Tunnelbautechniken und all solche Sachen. Das geht dann schon mehr in den Anleitungsbereich, also wirklich so ein spezieller rein, ne? Dass man mit Videoanleitungen auf CD dabei oder so ganze Schaltpläne halt auch, ne? Weil es gibt ja keinen drinnen aus der Festung der Maulwürfe, wenn die erstmal angelegt ist, aber das muss halt, bedarf viel Vorbereitung. Aber wenn Sie das nicht haben, dann hilft das ja nicht weiter, ne? Also wir haben auch so Wissenschaft, Finanzen. Finanzen, was haben Sie da denn? Also wir haben Kapital und die Manager-Magazin.
Manager, nee, das bin ich ja nicht. Haben Sie was mit, haben Sie GameStar? Wie bitte? Haben Sie GameStar? Das ist sowas mit Computerspielen. Also bei Computer haben wir nur Computerbild mit DVD zur Auswahl. DVD, das nutzt doch kein Mensch mehr heute. Aber den Stern haben Sie, ne? Den Stern habe ich, genau. Das ist gut. Dann brauchen wir ja gar nicht weiter lange rum überlegen. Okay. Also der Stern ist dann Ihr Kostenträger, der bezahlt dann in dem Fall auch die Gewinne dann für Sie, ja? Welcher Verlag bringt den Stern denn auf den Markt? Wer ist das denn? Das steht dann alles in den, das sind ja die deutschen Verlagshäuser, das steht dann alles in den Unterlagen, Herr Hinterotter, ja? Ich habe ja nur gefragt, wer den Stern auf den Markt bringt, ne? Na, das Verlagshaus selber. Ja, aber wie heißt das? Das steht dann alles in den Unterlagen, Herr Hinterhofer. Na gut. Okay, also der Stern würde halbjährig 145,60 Euro kosten. Soll es denn da verbleiben? Ja, ja, das ist ja nett von denen, ne, dass sie das verschenken. Also sie bezahlen ja ihre Gewinne, sie zahlen dann als kleine Gegenleistung diese Zeitschrift. Wenn sie sagen, das ist ihnen zu teuer, dann können wir auch was Günstigeres umgucken. Nee, nee, ich will ja nach Malediven fliegen, ne? Okay, also den Stern möchten Sie doch haben, oder wie jetzt? Ja, sag mal, da ist ja bestimmt ein schöner Stern im Himmel abends dann auch zu sehen, hä, wenn man da unter den Palmen liegt. Also das ist ja eine Nachrichtenzeit, nicht, dass wir uns missverstehen, ja? Ja, ja, natürlich. Ich habe jetzt nicht gedacht, also, dass das im Prinzip was mit Astronomie zu tun hat, ne? Ja, ja. Also 145,60 Cent wird es dann halb jährlich gezahlt, also nicht jeden Monat. Ja. Und diese Zeitschrift kommt Ihnen ja 24 Monate, Sie zahlen ja nur für die 22 Monate, aber nicht jeden Monat, sondern halbjährig. Die 2 Monate sind ja kostenfrei. Oh, da muss ich Ihnen gleich sagen, im August ziehen wir um. Soll ich Ihnen da gleich die neue Adresse geben? Ja, das ist also angebracht, würde ich sagen. Ja, haben Sie was zu schreiben? Ja. Und zwar ist das in Hamburg, ne? Also Hamburg. Hm. Und ja, da ist das der Kai... K-A-Y? Warten Sie mal. K-A-Y, ja. Bindestrich Uwe, wie der Vorname. Was war das nochmal? Uwe. U-W-E. Uwe? Ja. Ja. Und dann Bindestrich Meier mit E-Y. Okay. Und dann Ring, wie der Hochzeitsring. Okay. Nummer 139. Ne, da. 139. Und das ist dann Apartment 77. Ne? Das, und das ist in Hamburg. Das ist in Hamburg, ja. Und die Postleitzahl ist aber jetzt nicht in 28, sondern was anderes, denke ich mal. Oder die habe ich gar nicht im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke das mal kurz nach. Ich habe hier ja im Prinzip die ganzen Unterlagen vorliegen. Ja, das ist 202. Okay. 49. 20249, ja. Damit die Zeitung dann halt auch hier ankommt. Das ist ein Neubaugebiet, ne? Okay. Also das ist dann jetzt die Kai-Uwe-Meyer-Ring 139, Apartment 2, hatten Sie gesagt, ja? Nee, Apartment 77. Ach so, Apartment 77. Okay, das schreibe ich mal auch gleich. Okay. Und ja... Also das ist in Hamburg 20249 sozusagen. Ja, genau. Ja. Kennen Sie den Kai-Uwe? Ja. Also Herr Hinterotter, also ja. Um es jetzt kürzer mal zu machen, also Sie bekommen ja diesen Begrüßungsunterlagen mit dem Schreiben, also den Gutschein im Gesamtwert von 400 Euro. Einen Internetlink mit Passwort bekommen Sie auch, damit Sie auch die Finalziehung von zu Hause aus mitverfolgen können. Mhm. Da sehen Sie auch, dass Sie unter den Gewinnern sind. Sie werden aber auch per Post benachrichtigt. Und den Gutschein bekommen Sie, wie gesagt, in 2 Wochen dann, ja? Und ja, und wie Sie wissen, Gewinne werden ja in Deutschland durch Werbung finanziert und die Zeitschrift bezahlt ja die Gewinne für Sie bis zu 80.000 Euro aus. Gibt es da denn auch bei der Finalziehung so eine Art Public Viewing? Das ist ja momentan wieder möglich nach den Corona-Vorschriften. Also Sie bekommen ja so einen Internet-Link mit Passwort. Also können Sie selber die Finalziehung von zu Hause aus mitverfolgen. Da sehen Sie auch, was Sie haben. Aber von zu Hause, es ist ja was Besonderes. Ich würde da sagen, schon gerne irgendwo hinkommen. Ne? Gibt es da so eine Veranstaltung? Nein, also nicht jeder hat also diese Internet, deswegen werden sie auch per Post benachrichtigt, Herr Hinterotter, ja? Ach so, nee, das kann auch per E-Mail sein, ich bin da gut aufgestellt, ne?
Okay, also das E-Mail-Adresse haben Sie ja gar nicht eingetragen, Herr Hinterotter. Das ist ja nur die Postadresse hier. Oha, das ist ja im Prinzip Hinterotter, also wie mein Nachname, @gmail.com. Mhm. Da können Sie das auch gerne hinschicken. Da kann also ich mir das sagen. Hinterotter? Ja, also wie einfach wie mein Nachname, @gmail.com. Okay. @gmail.com, okay. Und wie gesagt, und diese Zeitschrift bekommen Sie 24 Monate, Sie zahlen ja nur für die 22 Monate. Die 2 Monate sind kostenfrei. Ja. Ja? Wird mir das denn dann auch, die Zeitung, kommt die dann auch nach Malediven, wenn wir da die Reise gewonnen haben? Nein, das kommt an die Postadresse. Also da kann man aber so einen Nachsenderauftrag dann machen, oder? Nee, ich glaube also weniger, dass es ins Ausland kommt, Herr Hinterotter. Aber ich muss das doch lesen, weil ich soll da ja Marktforschung machen für den Verlag. Sie bleiben ja nicht so lange in Malediven. Also, ja, das sind 2 Wochen. Also, ne? Wie oft kommt der Stern denn raus? Also das dürfte denn alle 2 Wochen sein. Da sehen Sie, da verpasse ich ja eine Ausgabe. Nein, das kommt ja in die Postfach, in die Postadresse. Ja, aber ich habe ja gar nicht so viel Platz im Briefkasten. Sie können jemanden veranlassen, dass sie das für Sie irgendwie aufheben oder so, Herr Hinterotter. Ja, das ist ein guter Gedanke. Das werde ich aufschreiben. Genau. Das werde ich dann so vermerken. Also der Stern dann soll bleiben? Oder? Der Stern am Himmel soll bleiben. Nein, nicht am Himmel. Die Zeitschrift meine ich. Ja, natürlich. Also, okay. Also dürfen wir Ihren Namen auf dieser Zeitschrift veröffentlichen, dass Sie gewonnen haben? Oder möchten Sie lieber anonym bleiben? Geht da auch ein Künstlername? Ja, können Sie machen, so ein Nicky-Name. Ja, genau. Darf ich, können Sie das aufschreiben? Ja. Eunuch. Ja. Im Neoprenanzug. Das ist ein bisschen zu lang, finden Sie nicht, Herr Hinterotter? Ne, das ist mein Künstlername im Internet. Ach so. Aber ich habe auch noch hier aus dem Katzenforum, da heiße ich Hans Maulwurf, das können Sie sonst auch nehmen. Okay, das habe ich auch aufgenommen. Und Herr Hinterotter, also wie gesagt, die Gutscheine bekommen Sie etwa in 2 Wochen. Und der Veranstalter ist ja verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden die Gewinne zu überweisen, ja? Ja. Und für diesen Bargeldgutscheingewinn in Höhe von 400 Euro und für die Auszahlung der Bargeldgewinne am Finaltag, mit welcher Bank arbeiten Sie denn zusammen? Machen Sie das auch, weil Sie sind ja ein modernes, junges Unternehmen. Sie haben doch sicherlich auch Bitcoin und Dogecoin, oder? Nein. Echt nicht? Das finde ich jetzt aber beängstigend. Also auf welches Konto möchten Sie die Bargeldgewinne bekommen, Herr Hinterotter? Möchte ich was nochmal? Auf welches Konto möchten Sie die Bargeldgewinne bekommen? Ich muss ja als Nachweis hier eintragen, ob Sie überhaupt ein deutsches Konto haben oder nicht. Ja, ob Sie natürlich in Deutschland Bargeldgewinne annehmen können und dürfen. Schweizer Konto werden nicht akzeptiert, ausländisches Konto auch nicht. Nee, ich habe ja kein Schweizer Konto. Wer hat das denn behauptet? Naja, also manche haben sie. Also viele Leute, die registrieren sich einfach hier. Ich bin ja ein ehrlicher Bürger, ne? Okay, also welche Bank ist das? Sparkasse oder Postbank oder Commerzbank? Ja. Herr Hinterotter? Ja, ich habe doch ja gesagt. Ja, welche denn? Ja, Sparkasse. Sparkasse und der Ortschaft? Zwickau. Sparkasse Zwickau ist das, ja? Okay, ich guck mal nach, ob das da auch eine gibt. Also das ist die 870 550 00, ja? Das weiß ich nicht. Ich habe da noch nie angerufen. Okay, also das ist die Bankleitzahl. Die dazugehörige Kontonummer hätte ich von Ihnen. Ja, das muss ich jetzt erst raussuchen. Die habe ich ja hier nicht am Computer liegen. Mhm. Mit welcher Fluggesellschaft geht das denn nach Malediven? Also das dürfte dann die Lufthansa sein. Die Lufthansa ist nicht pleite gegangen? Das steht dann alles in den Unterlagen, Herr Hinterotter. Kriege ich bei Ihnen denn auch eine Reiserücktrittsversicherung, falls ich jetzt krank werde? Das müssen Sie mit dem Veranstalter dann absprechen. Wer veranstaltet also das denn? Mit der Fluggesellschaft, ach so, meine ich. Die machen das? Ja. Das ist ja großartig. So, ich habe das hier vorliegen. Soll ich Ihnen jetzt die DE vorlesen? Genau, DE. Ja, 9 4 8 ja 7 0
Ja. 55. Ja. 000. Ja. Dann kommt 23. Ja. 440. Ja. 51081. 081. Okay, das ist dann die Sparkasse. Aber die DE-Nummer weist Fehler auf. Also das System erkennt das gar nicht an. Warum? Sind Sie sicher, dass das irgendwie... Ich guck mal nach, ob das auch meine, stimmt hier. Ich habe meine Brille nicht auf. Vielleicht habe ich mich da vertan. Okay, kann sein. Also die Kontonummer ist falsch. Das System erkennt das gar nicht an. Das ist ja schrecklich. Also ich lese, soll ich es noch mal vorlesen? Okay, ja. Ja, von wo rufen Sie eigentlich an? Wo sind Sie denn lokalisiert? Wir sind in Nordrhein-Westfalen. Das bekommen Sie alles da? Zugeschickt. Also wir sind dann in, also Mainzer Straße in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber in welcher Stadt? Nordrhein-Westfalen ist ja ein Bundesland und keine Stadt. Das bekommen Sie alles zugeschickt. Ich kann ja nicht alle Straßen hier rumwühlen. Ja, aber Sie können mir ja sagen, in welcher Stadt Sie arbeiten. Wir sind ja in Nordrhein-Westfalen in Mainzer Straße. Ja, Nordrhein-Westfalen ist ein Bundesland und keine Stadt. In welcher Stadt sind Sie denn? Wir sind in Nordrhein-Westfalen. Sie wollen mich doch jetzt gerade ärgern. Ich ärgere Sie nicht. Wieso? Ja, weil Sie mir sagen, dass Nordrhein-Westfalen eine Stadt ist. Nordrhein-Westfalen ist ein Bundesland. Warten Sie mal. Hallo? Hallo, junge Frau? Hallo? Hallo? Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, ich kann Sie hören. Wer ist denn da? Ja, schönen guten Tag, Gabriel de la Cruz, der Abteilungsleiter. Ja, ich grüße Sie. Herr Hinterrotter. Ja, der ist am ich Telefon. Ich grüße Sie auch. Ja, Sie sind doch Heinrich Hinterrotter, richtig? Ja, der bin ich. Und der Kai-Uwe Meier-Ring Nummer 139 AP steht hier. Ja, das ist die Abkürzung für Apartment. Ach so, okay, alles klar. Ja. Stimmt das mit dem Geburtsdatum am 8. Mai? Wann sind Sie das Jahr? Hätte ich gerne von Ihnen gehört, bitte. Ja, 67, das haben wir doch alles schon gehabt, mehrmals mit okay, der Kollegin. Klar. Okay, alles klar. Also Sie haben sich ja selber registriert bei der Lidl und bemerkt, dass wir Sie im Gewinnfall anrufen sollen. Ja, das ist richtig. Und ich hatte die Kollegin jetzt gefragt, in welcher Stadt Sie denn sitzen. In welche Stadt wir sitzen, oder? Ja. Wo Sie sich da registriert haben. Nee, wo Sie sind, wo Sie sich körperlich, physisch, real, physisch aufhalten. In Peterhagen, lange Nordrhein-Westfalen. Ja, weil die Frau, die wusste ja gar nicht, wo sie ich frage, in welcher Stadt arbeiten Sie, da sagt die Nordrhein-Westfalen. Ja, Nordrhein-Westfalen sind wir. Ja, Nordrhein-Westfalen ist ja ein Bundesland und keine Stadt. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, ja, da gab es da wohl ein Missverständnis, ne? Ja, ja, kein Problem. Was kann ich denn jetzt also, tun noch Sie für Sie? Also, wo möchten Sie Ihre Bargeldgewinn haben? Mit welcher Bank arbeiten Sie zusammen? Ja, nur den Banknamen? Das ist ja im Prinzip die Sparkasse in Frankfurt. Ne? Das habe ich der Kollegin aber Frankfurt auch schon am Main. Gesagt. Ja, ja, natürlich. Nein, es gibt auch Frankfurt, oder? Will ja keiner hin. Da sind aber Leute. Aber das ist mir ja egal, solange ich da nicht hin muss, ne? Okay, alles klar. Nicht, dass wir nämlich Ihre Bargeldgewinne später woanders hinzuschicken, sonst haben wir riesen Stress mit dem Veranstalter und Ärger mit Ihnen. Nee, das wollen wir ja nicht haben. Also, ja, natürlich. Sparkasse in Frankfurt am Main. Genau. Genau hier mit der Bankleitzahl, das ist die 500, 502 und die 01 steht bei mir. Ist das richtig? Was für eine 01? Bankleitzahl, bei Ihrer Bankleitzahl steht bei uns 502 das ist und ich, 01. Seit die da umgestellt haben auf dieses IBAN, verstehe ich gar nicht mehr, welcher Teil jetzt welche Nummer ist. Also bei der IBAN... Ich kann Ihnen das gerne, soll ich Ihnen das vorlesen?
Ja, bitte. DE muss das anfangen. Ja, genau. Dann kommt 727. 727. 805. Ja. Dann kommt 5 mal die 0, wenn ich das hier ohne Brille richtig erkenne. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dann kommt 3 mal die 2. Ja. 8, 8. Ja. 5, 0. Ja. 2, 2. Und die 2, 2 am Ende. Richtig, ich danke Ihnen, dass wir das vertraut haben, aber Sie werden sich auf jeden Fall später auch bei uns bedanken, nachdem Sie das Ganze schriftlich erhalten haben. Ja, das ist toll. Also ich fasse ganz kurz nochmal zusammen. Ich weiß nicht, ob die Frau Kern Sie richtig informiert hat. Also ich habe das Gefühl, dass sie gar nicht verstanden hat, immer wenn ich was gesagt habe. Ich will jetzt nicht schlecht über Sie sprechen, aber ich hatte das Gefühl, dass wir aneinander vorbeireden. Sie ist neu, sie hat vor 2 Wochen angefangen, sie lernt es noch. Ja, dann will ich aber nicht, dass die jetzt Ärger kriegt, ne? Nein. Aber Sie machen das halt deutlich besser. Für uns ist es wichtig, dass sie nicht unfreundlich wird. Nee, das ist sie nicht geworden. Nein, das war eine ganz Liebe. Okay, dann ist es okay. Also die wird noch lernen, ja? Das ist gut. Wie gesagt, vor 2 Wochen hat sie angefangen. Ich werde dir alles beibringen. Das ist gut, da haben Sie ja noch Zeit. Ne? Höflich. Ja, auf jeden Fall. Wie lange dauert denn bei Ihnen die Ausbildung? Die Ausbildung 3 Wochen. 3 Wochen? Normalerweise dauert eine Ausbildung doch 3 Jahre. Oder ist das kein Ausbildungsberuf bei Ihnen? Nein, das ist keine Ausbildung. Nein. So. Dazu braucht man keine Ausbildung. Nein. Hätte ja sein können. Also 400 Euro Gutschein haben Sie jetzt schon gewonnen, die Sie in 10 bis 14 Tagen bekommen werden. Ja. Plus dazu sind Sie 8-mal bei der Finale dabei, wo Sie bei jeder Finale 50% Chance haben, einer von den Preisen, großen Preisen noch dazu zu gewinnen, weil es sind nur noch 10 Preise da mit 20 Endfinalisten. Toll! Die erste Finale ist am 18. Juli und darauf folgenden alle 3 Monate werden Sie kostenlos dabei sein. Großartig! Als Kostenträger. Auf jeden Fall. Als Kostenträger habe ich hier gesehen, den Stern wollten Sie haben. Ist kein Abo, Sie gehen dadurch keinen Vertrag ein. Werden Sie nur für 24 Monate zu einem Preis von 22 Monate bekommen, die Sie nur halbjährlich bezahlen werden. Also so wie Ihr Bargeldgewinn Beispiel auf Ihrer Konto übergeben wird, wird auch diese Sponsorzeitschrift per CEPA-Lastschriftverfahren von Ihrem Konto abgebucht. CEPA-Schale? Ja. CEPA-Lastschriftverfahren. Also das heißt, Sie werden erstmal Ihren schriftlichen Unterlagen erhalten mit dem Zahlungsterminen, ja, wann und wie viel abgebucht wird, ja, und dann wird es von Ihrem Konto abgebucht. Damit, dass wir Ihren Gewinn vor der Zeitschriftkosten zuschicken dürfen, werden Sie nach mir noch einen ganz kurzen Kontrollanruf von der Post- und Kontrollabteilung erhalten. Das ist sehr wichtig für uns. Da wird man unsere Arbeit kontrollieren nochmal. Ja. Nicht, dass wir Ihnen einer von den großen Preisen versprochen haben. Habe ich nicht gemacht. Ich glaube, die Frau Kern auch nicht. Nein. Nicht, dass wir anstand Ihrer Daten, Adresse oder die Bankdaten, unsere Bankdaten oder Adresse eingetragen haben. Haben wir auch nicht gemacht. Na, das hätte mich ja auch gewundert. Ne? Das sind ja alles nette Menschen da bisher. Auf jeden Fall. Ob Sie mit dem Kostenträger, also mit dem Stern, mit dem halbjährigen Abrund von 145,60 € einverstanden sind, müssen Sie natürlich bejahen. Nicht, dass Sie irgendeine andere bekommen, mehr zahlen. Das wollen wir natürlich nicht. Das Wichtigste natürlich, ob wir nett und höflich waren, aber das waren wir doch, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Okay. Muss man in dem Beruf aber auch sein, sonst klappt das ja nicht, ne? Auf jeden Fall. Ansonsten von meiner Seite war das alles. Haben Sie sonst Fragen an mich, bevor ich das Ganze jetzt weiterleite? Oh nein, das dürfen Sie ruhig. Ich will Sie ja nicht unnötig aufhalten, ne? Dankeschön. Sie sind sehr nett. Ja, Sie auch. Vielen Dank. Ich hoffe vom ganzen Herzen, dass Sie einer von den großen Preisen noch dazu gewinnen, Herr Hinterroter. Okay? Ja, danke schön. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Das ist das Wichtigste zurzeit. Jetzt muss ich noch mal fragen, wann kommt denn der Anruf? Weil ich muss bald zum Arzt. Innerhalb von 5 Minuten dauert nur 1 Minute. Ach so, okay? Gut, dann warte ich so lange noch, ja. Bitte. Ruf denn da an, weil das ist ja, muss ja vertraulich bleiben. Gibt es da ein Passwort? Nein, die werden ja von Media-App anrufen. Von die was, bitte? Sagen, dass sie mit Media-App. Media-App sind wir. Können Sie das einmal buchstabieren, bitte? Media. Mädchen? Media, also M wie Martha, E wie Emil, D wie Dora,
I wie Ida, ja. A wie Anton, ja. Ab U, O wie Ulrich, P wie Paula. Ach so, Dankeschön. Bitteschön. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück bei dem großen Finale. Alles, alles Gute, bleiben Sie gesund. Ja. Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören, Dankeschön. Junger Mann. Auf Wiederhören. Tschüss. Dieses widerliche Scheißpack, dieses widerliche Drecksgesindel. Das siehst du aber genau, dass die nicht aus Deutschland anrufen. In welcher Stadt sitzen sie? Nordrhein-Westfalen oder was auch immer sie jetzt gesagt hat. Widerlich, richtig, richtig krank. Da bin ich jetzt auf den Kontrollanruf sehr gespannt, was da Interessantes bei rumkommt. Und dann können wir die noch richtig schön ärgern mit der Auflösung. Vielleicht ruft der andere ja auch nochmal zurück. Guten Tag. Hallo, Becke hier, Kontrollanruffirma Media per Hinterotter. Ja, Hinterotter ist hier. Grüße Sie. Hallo, Sie hatten eben telefoniert mit der Frau Kern. Die Dame hat mitgeteilt, dass die Finale in 2 Monaten stattfinden wird für die 10 großen Plätze. Ja. Sie erhalten in den nächsten 10 bis 14 Tagen Ihren 400-Euro Gewinn, den Sie hier zusteht, der durch Zufallsgenerator gezogen wird. Da hat man Sie informiert, richtig? Na, Sie sprechen ein bisschen zu schnell. Ich kann nicht mehr so gut hören. 400-Euro Gewinn ist sicher. Hat das Ihnen die Frau Kern mitgeteilt, Herr Hinterotter? Ja, das hat sie mir mitgeteilt. Super. Eine Frage. Besitzen Sie Immobilien? Ja. Unabhängig vom Gewinn bekommen Sie noch ein Geschenk, ein Urlaubsgutschein, wird mit Unterlage dabei sein, hat mit dem Gewinn nichts zu tun, ja? Ja, das ist ja großartig. Wo geht's da denn hin? Können Sie selber auch suchen. Oh, das ist ja toll. Vielen Bei Dank. Bei der nächsten Reise einsetzen, ja? Bei welchem Anbieter geht das denn? Die näheren Informationen bekommen Sie mit den Unterlagen, okay? Das ist sehr lieb von Ihnen. Könnten Sie mir bitte Ihre Straße nennen? Ich kann die nicht auffinden. Ja, das ist der Kai-Uwe-Meyer-Ring. In Hamburg? In Hamburg. Kai-Uwe-Meyer finde ich aber leider nicht. Warum nicht? Moment, keine Ahnung. Moment. Also Meyer mit EI geschrieben, ne? Und Kai mit AY. Weiß ja nicht, ob sie das richtig Hamburg. Gemacht hat, die Frau. Kai-Uwe Meiering. Kai-Uwe Meiering. K-A-Y. Ja, Kai. Wie der Vorname. Und dann Uwe. Mit H dahinter halt, ne? Wie man das auch normal schreibt. Und dann Meier mit E-Y. Und dann Ring, wie der Ehering. Ja, habe ich verstanden, aber Kai-Uwe Meiering in Hamburg finde ich nicht. Was meinen Sie mit, Sie finden das nicht? Die Straße ist bei der Deutschen Post nicht auffindbar, das meine ich. Na, das ist hier Neubaugebiet, vielleicht liegt das daran. Ach so, Neubau, Moment. Moment. Es ist ja im Prinzip auf Höhe Reeperbahn, da wo der Pennymarkt mal war. Moment. Ja, ist alles nicht so einfach, ne? Ja, genau. Und wie lange müssen Sie heute arbeiten? Bis um 18 Uhr. So lange noch? Ja, so lange noch. Sie hören sich traurig an. War da jemand unfreundlich zu Ihnen? Ein bisschen. Oh, was war denn, wenn ich fragen darf?
Naja, möchte ich jetzt nicht sagen, hier bei der Aufnahme. Ist schon vorbei, Dankeschön. Ja, gut. Ist ein Neubaugebiet mit der Postleitzahl 20249, Genau. ja? Okay. Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird dieses Gespräch aufgezeichnet. Das ist in Ordnung für Sie. War das jetzt eine Feststellung oder eine Frage? Eine Frage, ob Sie damit einverstanden sind? Ja, ich habe da kein Problem mit. Sie denn? Ich auch nicht. Gut. Heute haben den 18. Mai 2022 letzte vier Ziffer von meiner Telefonnummer 6253. Bei dem Gespräch mit der Frau Kern haben Sie sich für die Zeitschrift Stern entschieden. 24 Monate, davon 2 Monate kostenfrei. Und zum Halbjahresbetrag von 145,60 €, ja? Ja. Sie werden in den nächsten 10 bis 14 Tagen verbindlich die Auftragsbestätigung zugesandt bekommen. Sie sind der Heinrich Hinterotter, Kai-Uwe Meiering, 139 Ja. 20249 Hamburg, Und da richtig? ist dann auch die Reise nach Malediven mit dabei, ne? Bei der Zeitung. Bitte? Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden, Da nochmal. kommen dann auch die Reiseunterlagen, weil ich habe ja was gewonnen, ne? Hier haben Sie ja 400 € Gewinn ist sicher, entweder Ja, in Bar ja. oder als Gutschein werden Sie die bekommen. Und die Maledivenreise ist bei den 10 großen Plätzen mit dabei. Ja. Genau, da würde ich ja gerne hin im Prinzip. Ja, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie es dazu noch schaffen. Ja, Ja? danke schön. Bitte schön. So, Herr Intorter, ich bin über meine Zeit. Ich werde vom Frischen beginnen. Ja, Was ist mit bei den mir. Fröschen? Hallo? Ich Sie werde vom sprechen so Frischen. leise, ich kann Sie gar nicht verstehen. Ich bin hier fast am Schreien. Ich werde von vorne beginnen. Ich bin über meine Zeit. Ja, bei Sie mir ist es nur die Zusammenfassung von Frau Kern. Mir bitte noch mal ganz gut zuhören, okay? Haben doch gerade gesagt, Sie sind da bis 18 Uhr. Wie kann Ihnen da die Zeit ausgehen? Oder haben Sie jetzt Ich bin Pause? bei Herr Interotter, ich bin bei der Aufnahme, da bin ich über meine Zeit gekommen. Ach so, ist das dann Überstunden? Herr Interotter, ich werde von vorne beginnen. Bitte auf meine Fragen antworten. Ja, los Ja. geht's. Kontrollanruf-Firma Media ab Susanne Becker, mein Name. Sie hatten telefoniert mit der Frau Kern. Die Dame hat mitgeteilt, dass die Finale in 2 Monaten stattfinden wird für die 10 großen Plätze. Sie erhalten in den nächsten 10 bis 14 Tagen Ihren 400 € Gewinn, den sicher zusteht, der durch Zufallsgenerator gezogen wird. Darüber hat Frau Kern Sie informiert, richtig? Sie sprechen so schnell, ich komme gar nicht mit. Hallo? 400 € Gewinn ist sicher, hat Ja? das Ihnen die Frau Kern mitgeteilt. Ja, das hat sie gesagt. Super. Und unabhängig vom Gewinn bekommen Sie noch einen Urlaubsgutschein als Geschenk, hat mit Ihrem Gewinn nichts zu tun. Ja, danke schön. Und bitte schön, zu Ihrer und unserer Sicherheit wird dieses Gespräch aufgezeichnet. Das ist in Ordnung für Sie. Ja. Heute haben wir den 18. Mai 2022. Letzte vier Ziffern von meiner Telefonnummer ist die 6253. Bei dem Gespräch mit der Frau Kern haben Sie sich für die Zeitschrift Stern entschieden. 24 Monate, davon 2 Monate kostenfrei und zum Halbjahresbetrag von 145,60 €, ja? Nee. Sie werden, was, nee? Nein. Ja, für was, nein? Nee, sie hat gesagt, ich habe was gewonnen. Da hat keiner gesagt, dass ich eine Zeitung abonnieren soll. War bei der Dame keine Rede von der Zeitschrift, Herr Hinterotter? Na doch, aber ich sag mal, die Masse, die ihr hier abzieht, die kennt man jetzt ja schon seit 10 Jahren. Ich habe euch jetzt eine Dreiviertelstunde eure Zeit geklaut und das alles live ins Internet übertragen, ihr dreckigen Betrüger, ihr Elenden. Wie ist Ja, denn Ihr doch. richtiger Name? Susanne Becker ist ja auch nicht Ihr Name mit den ganzen Sprachfehlern, die Sie haben. Suchen Sie sich mal richtige Arbeit, Sie elende Figur. Dieses Scheißpack, dieses Dumme.